Halli und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Mein Name ist Profi Amateur und ja, wir sind hier. Ja, wo sind wir eigentlich? Wir gucken nochmal. In der letzten Folge haben wir hier vorne ausgelockt und das ist da Eorvorvik und da wollten wir die Storyline vorantreiben. Und ihr habt es gerade gehört an diesem Schrei bei der Anmoderation. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, lieber Levels Levis, für deine 95 Bits. Dankeschön dafür. Ich bin ja wieder live auf Twitch und wir wollen auch hier nichtsdestotrotz. Und ein Konnichiwa auch nochmal an den Spoilt 1990 hier auf Twitch. Das Haus wurde geplündert. Und diese Leiche, das ist weder Hjör noch Yuffina. Alles klar, jetzt müssen wir hier wohl wieder Detektiv spielen. Wir bleiben mal hier unten und gucken mal, was... Verstreute Schriftrollen. Der Dieb hat etwas gesucht. Was es hier zu entdecken gibt? Verstreute Schriftrollen. Draußen sehe ich noch zwei Punkte. Wir bleiben aber mal hier oben. Hä? Okay, aufbrechen können wir es nicht. Kampf. Sieht aus, als wäre er draußen weitergegangen. Ja, genau, das haben wir ja gesehen, ne, dass da draußen noch was ist. Ah, hier kommen wir doch raus. Sehr gut. Dann nehmen wir mal die Abkürzung, ne? Und hier sollten ja eigentlich diese beiden Vögel sein, ne? Blut, aber keine Leiche. Wohin sind sie gegangen? Oh, da sehe ich aber auch was Goldenes leuchten, aber da kümmern wir uns gleich drum. Mal gucken, was das hier ist. Noch eine Leiche. Ist das einer der Diebe? Hm. Die Spur führt weiter. Beim Blute Tengris, reite auf Bjarmaland. Aha, Yuffina. Da schreit wer? Mal gucken, Peter, was sie zu sagen hat. Komm näher, sofort. Keine Sorge, ich bin es, Yuffina. Eivor. Eivor? Was? Ach, das ist Yuffina. Gehörst du zu denen? Atme durch, Yuffina. Du bist aufgewühlt. Du kennst mich. Ich bin ein Freund. Wirklich? Du tauchst hier ganz plötzlich auf. Diese Leute wollten mich töten. Ich bin hier, um zu helfen. Würdest du mich unbewaffnet töten? Wir müssen hier verschwinden. Wir nehmen mal diese Helfegeschichte. Ich habe von Problemen in Eorvorvik gehört. Ich wollte nur helfen. Bei meiner Ehre. Hoffentlich kauft sie uns das ab. Und viel Spaß im Lurk, lieber Checkenbar. Und vielen lieben Dank dafür. Es tut mir leid. Ich wollte nicht an dir zweifeln. Die letzten Wochen waren etwas angespannt. Wer waren die? Was wollten sie von dir? Sie wollten wohl das hier. Ich weiß nicht, was das ist, doch diese Männer waren bereit, dafür zu töten. Ein armer Mitstreiter Christi. Du kennst ihn? So einen Brief habe ich schon einmal gesehen, in London. Diese Stadt ist in großer Gefahr. Wo ist Hjör? In der königlichen Halle. Ich bringe dich hin. Ah ja, in der königlichen Halle. Es ist womöglich nicht sicher. Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Alles klar, Spoilt. Vielen lieben Dank für deinen Lurk. Und finde ich richtig geil, dass du wieder vorbeigeschaut hast. Dankeschön. Sie suchen immer noch nach mir. Runter. Wir schleichen uns vorbei. Das ist der Kopari-Gatter-Markt. Oh, da vorne stehen drei finstere Gestalten. Als ob der uns sieht. Können ja untertauchen hier, ne? Sie kann doch nicht weit sein. Sieh dich um. Ja, wir drehen uns nochmal um. Er guckt. Komm mal ab mit deiner Streitaxt da. Hat doch keine Augen hinten, oder? Wir laufen mal an dem vorbei. Scheiße. Was habe ich denn schon wieder gemacht? Ich muss auf die Dings aufpassen, auf die Zivilisten. Das wäre nicht so geil, die jetzt zu töten. Dein Schicksal.
Oh, und der kriegt die Streitaxt mal quer vorm Schädel. Ups, da ist ja noch einer. Zwei von denen sogar. Okay, das war Nummer eins. Und ich muss ja... Beziehungsweise, was heißt muss, aber... Leg mir den Rücken. Ui. Alter. Man kriegt noch einen Kopfschuss. Hey. So. Alter. Da wirft er die Axt an uns. Uiuiui. Ey, den Finisher hatte ich auch noch nicht. Gehen wir weiter. Hier lang. Mein lieber Gesangsverein, hier ist da was los. Aber der liebe Haze MC hat mir gesagt, Axt und Schwert, Einhandschwert, das soll ich ausprobieren. Das geht ab wie Schmitz Katze. Major Moti, vielen lieben Dank für dein Lurk. Ich bin ja bei dir auch noch drin, denn du streamst ja gerade selber. Ich glaube, jetzt sind wir sicher. Alles klar, dann machen wir hier die Kapuze wieder runter. Bei den Göttern, Eivor, du hättest zu keiner besseren Zeit kommen können. Nenn das Schicksal. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege noch einmal kreuzen. Jedoch hatte ich etwas Ruhigeres im Sinne. Wir sind einem Problem entflohen, nur um uns in einem anderen wiederzufinden. Während König Rixige von seinen Geldsorgen vereinnahmt wird, hat sich eine Gruppe namens Rote Hand hier nach Gutdünken breitgemacht. Waren das die Angreifer? Ja und nein. Das waren Banditen, aber irgendwer hat sie unter Kontrolle. Such nicht weiter als bis zu den Namen in diesem Brief. Sie zu töten ist der Grund, warum ich hier bin. Aber die Rote Hand. Na? Da ist Hör. Ah, verdammt, wir waren zu schnell. Wer da ist. Hätte ich gerne zugehört noch, diese Zusatzinformation. Egal. Es freut mich, dich zu sehen, alter Freund. Herzlich willkommen hier in Jovovik. Es ist schön, dich wohl aufzusehen, Hör. Euch beide. Was machst du hier? Du kommst doch nicht den weiten Weg nur wegen des Julfests. Ich bin hier, dich zu warnen, alter Krieger. Vor einer Fäulnis in deiner Stadt. Drei Personen, korrupt und gefährlich. Wir sollten zusammenarbeiten, um sie ins Licht zu zerren und zu töten, bevor sie die Macht an sich reißen. Wenn ich helfen kann, bin ich bereit. Nicht so hastig, Eivor. Wir können nicht einfach in der Stadt herumstochern und morden, wie es uns beliebt. Die wollten mich töten, Hör. Was? Diese Leute schickten die Rote Hand nach ihr aus und wollten ihre Spuren mit Blut in deinen Straßen verwischen. Blackie! Dieser Brief wurde an unser Haus gesendet. Die Nadel? Die Feuerprobe? Die Kammer? Sie gehören zu einer Gruppe namens der Orden der Ältesten. Dies sind ihre Decknamen. Unsere Spuren. Hör auf ihn, Hör. Er hatte bereits mit diesen Leuten zu tun. Unheil ist nach Jovovik durchgesickert. Doch König Rixige hat alle Hände voll zu tun. Und daher auch ich. Jeder Rat in dieser Hinsicht wird auf taube Ohren stoßen. Das interessiert mich nicht. Alles, was ich euch gesagt habe, bleibt unter uns dreien. Aber ihr solltet mich dem König vorstellen. Ich muss mit ihm übereinkommen, wenn wir uns hier frei bewegen wollen. Okay, eine Audienz beim König und Checkenbar, welcome back. Und Blackie, nochmal vielen lieben Dank für deinen Lurk. Dieser Blick eben, habt ihr den gesehen? Wir gewinnen diesen Krieg. Ist schon wieder so. Wir sollten jede Unze Silber zusammenkratzen, um Nahrung für unsere Männer zu besorgen. Ist doch was im Busch. Verstanden, lieber Faravid. Aber wir haben auch eine Verantwortung der Stadtbevölkerung gegenüber. Das Julfest muss weitergehen. Genug. Je mehr ihr streitet, desto stärker schmerzt mein Schädel. Tja, ich wusste nicht, dass wir Gesellschaft haben. Noch dazu solche, die ich nicht billige. Was? Hat der König einen Arsch offen oder was? Sei gegrüßt, Herr. Hüte deine Zunge. Können wir gleich mal dem König zeigen, wo der Hammer hängt. Deine Stadt ist in Schwierigkeiten. Wir machen's mal auf die nette Tour. König Rixige, ich bin Eivor vom Rabenclan. Nun, ordentlich Eivor vom Rabenclan. Vorstellen hier. Wie du siehst, bin ich gerade sehr beschäftigt. Hör hielt es wohl für angebracht, dass du mich unterbrichst. Vermutlich, weil er es nicht besser weiß. Wieso? Es gibt ein Problem in Jovovik. Ja, ich sehe es mir gerade an. Meine Freundin wäre fast deswegen gestorben. Yufina wurde von der Roten Hand angegriffen. Sie plünderten ihr Haus, zerstörten ihr Eigentum und jagten sie durch die Straßen. Diese verdammten Schurken wieder. Sie lebt. Doch die Rote Hand wird zu einem immer größeren Problem. Und was hast du damit zu tun?
Bist du eine Art Mietklinge auf Wanderschaft? Nein, das ist Jarl Sigurd Strenge. Sie besetzen unser altes Lager am Nene, wenn ich mich nicht irre. Ich bin Faravid, Heerführer von Halfdan Ragnarsson. Und dieser wohlgenährte Tunichtgut ist Audun, erster Greve von Jofavik. Ich habe schon früher solche Aufständischen gesehen. Sie sitzen, sie warten. Und sobald man seine Deckung vernachlässigt, speisen sie wie Unkraut. Wenn wir nichts tun, werden sie euch Jofavik unter den Füßen fortreißen. Das wollt ihr nicht und Halfdan auch nicht. Oh je. Also, was willst du? Sag mir, was du über die Rote Hand weißt und ich befreie deine Stadt von ihnen. Du musst dich um nichts kümmern. Sie stecken ihre Hände in die Geldbeutel der ganzen Stadt. Ihre Ziele sind Edle, Händler und alle, denen sie etwas abpressen können. Und sie werden größer, wie du es sagtest. Vor dem Julfest würde ich mich nur ungern mit ihnen befassen. Wir können uns nicht leisten, einfach wegzusehen. Wenn wir nicht die Mittel haben, uns um die Rote Hand zu kümmern, dann soll Eivor es tun. Tu, was du kannst, aber tu es leise. Ich will nicht, dass die Öffentlichkeit Wind davon bekommt. Ja. Stell die Mittel für Nahrung und Ale für Faravids Männer bereit. Und achte darauf, dass noch genug für das Fest bleibt. Aber wie gesagt, wir haben nicht... Dann treib sie auf. Ich habe gesprochen. Ich habe gesprochen, ne? Kennt ihr den Spruch? Bei Mando, ne? Ich habe gesprochen. Wer hat gesagt, ich soll mehr Silber finden? Wo denn? Im Hort eines Drachen? Komm, ich bring dich zu Yuffina. Sie wird wissen, wo wir anfangen können. Ich weiß nicht, ob das so lief, wie du es dir erhofft hast. Es lief gut genug. Rixige kommt mir nicht in die Quere. Niemand kann abstreiten, dass die Rote Hand erledigt werden muss. Sprich zu niemandem ein Wort. Das Geheimnis muss unter uns dreien bleiben. Okay, also hier brennt auf jeden Fall der Busch und wir müssen mal gucken, wie wir das hier befriedigen können. Oh, da vorne sitzt sie, die Liebe. Dann sprechen wir mal mit ihr. Ups. Nicht auf sie drauf. Das machen wir später. Erstmal sprechen wir. Vergebt mir, dass ich nicht blieb. Diese Weitpinkel-Wettbewerbe werden mir langweilig. Meine Liebste, es tut mir so leid, was passiert ist. Ich hätte da sein sollen. Unsinn. Du hast Pflichten zu erfüllen. Außerdem sind ein paar Banditen wohl kaum ein Grund zur Sorge. Ich bin nur froh, dass du unverletzt bist. Eivor, ich bin in der Nähe, falls du mich brauchst. Checkenbar, das ist nicht weg. Sobald du den Schwanz gepackt hast, lässt du nicht mehr los. Fürs Let's Play habe ich es nur deaktiviert. Ich höre es anders. Weiche. Genau, so Pikaki. Politik. Das treibt Nordmännern den Nordmann aus. Ich freue mich für ihn. Und für dich auch. Ihr habt wirklich etwas aus euch gemacht. Vielleicht. Was hast du da? Christliche Texte. Evangelien. Das Buch Kohelet. Die Offenbarung des Johannes. Die Rote Hand stiehlt alles, was sie finden kann. Wir haben zwar jetzt das Sagen in der Stadt, doch die Christen müssen ihrem Glauben nachgehen können, wie sie wollen. Das sieht die Rote Hand anders. Schlimmer noch, Audun fürchtet, dass sie sich bald die Archive vornehmen. Zwischen dem und dem Aufruhr im Hafen würde ich sagen, dass wir einige Spuren haben. Ah, wir können wieder drei Auswahlmöglichkeiten treffen. Und zwar, was will die Rote Hand mit heiligen Texten? Ich traf den Hafenmeister Zememer, ich werde jetzt gehen. Ja doch, was haben die denn mit diesen heiligen Schriften zu tun? Was will die Rote Hand mit den christlichen Texten? Das ist die Frage. Was auch immer, sie tun alles Erdenkliche, um sie zu bekommen. Sie haben sogar Menschen verbrannt, die sich weigerten, ihnen zu geben, was sie wollten. Wo befindet sich die größte Sammlung von Texten in dieser Stadt? In den Archiven. Jedoch waren sie noch nicht so dreist, dort anzugreifen. Audun hat diesen Ort ständig im Blick. Ich werde mich dort mal umsehen. Ah ja, okay. Also wir können dann immer noch weiter... Ich traf den Hafenmeister ziemlich mehr. Ich kam am Hafen vorbei, als ich hier eintraf. Der Hafenmeister wurde argwöhnisch, als ich nach euch fragte. Das überrascht mich nicht. Er hat Joforviks Geldmangel genutzt, um die Steuern zu erhöhen. Als wäre ihm das vom Rat befohlen worden. Hjör würde die Menschen nie so behandeln. Selbst wenn Rixige es so wollte. Der Hafenmeister ist ein Dieb und ein Lügner. Vielleicht braucht er eine Tracht Prügel. Ich werde mich nochmal im Hafen umsehen. Probier es im Hafenspeicher. Dort werden die Waren der Händler festgehalten. Alles klar. Ich mache mich gleich auf den Weg. Nein, ich brauche dich hier. Belausche die Stimmen in dieser Halle. Achte auf Zeichen. Jemanden, der sich verdächtig verhält. Konnichiwa! Ich würde das Herz eines Pferdes schlucken, um dich zu begleiten. Das weiß ich. Doch deine Treue ist der Grund, wieso ich dich hier brauche.
Sobald ich etwas finde, komme ich wieder. Und jetzt ist das Gespräch beendet und jetzt kann ich auch wieder sprechen. Und Tedlick, herzlich willkommen bei mir im Stream, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Meine Sonne, ja. Die Sonne geht auf. Danke, danke für die Blumen. Eivor Wolfsmal. Ach, das ist so ein... Lass mich Teil Daum wieder. Das war so ein... meiner Stärke bedarf. Die Orms-Wikinger, ne? Die brauchen wir nicht. Das schaffen wir alles alleine. So, was müssen wir jetzt machen? Ich guck mal auf die Karte. Oh, ey, es blinkt und leuchtet hier an allen Ecken und Enden. Wir sollten erstmal zum Archiv, ne? Genau. Und dann nochmal zum Harfensänger. Zum Harfenmeister. Da werden wir als nächstes dann hin. Also gehen wir als erstes zum Archiv. Und da gibt es auch ein Fähigkeitenbuch, wie ich sehe. Sehr geil. Bin ich ja mal gespannt, was für eine Fähigkeit wir dafür dann bekommen. Wir nehmen mal die Abkürzung. Wenn wir auch schnell am Archiv da sind. Das Archiv. Hier muss Audun die Papiere des Rates verwahren. Da höre ich doch auch schon das Buch des Wissens hinter dieser Tür, die natürlich offen ist. Was ist denn jetzt los? Ich wollte gerade sagen, die natürlich geschlossen ist. Aber wir lesen mal kurz den Brief. Nachricht, das Obergeschoss ist noch unsicher. Wir holen die dort verwahrten Schriftrollen, wenn die Schäden behoben sind. Alles klar. Da ist doch schon wieder was kaputt. Das Archiv ist auf. Ich sollte mich umsehen. Da müssen wir uns umsehen. Da oben ist irgendwie... Aber wie geht das da hin? Von der Seite? Ach, hier drüber, ne? Ach, wir müssen das da oben wegsprengen, damit wir da reinkommen. Alles klar. Da gucken wir da mal. Von oben müssen wir dann rein. Was ist das hier? Holz, Lebensmittel, Wein. Eine Liste teurer Waren, wie man sie für ein Fest braucht. Genauso Bikaki, ne? Einmal Feuer oder Ausrufezeichen Feuer oder Feier. Dann hast du mehrere Flammen im Chat. Habe ich mal ein bisschen reingebastelt. Was haben wir hier? Ui, und... Ich muss dann gleich damit los. Natürlich. Im Archiv wird gefurzt. Eivor, nicht wahr? Was führt dich in unser Archiv? Ich möchte mich nach diesen christlichen Texten erkundigen. Yuffina sagte, dass die Rote Hand sie stiehlt. Und sie zerstört. Ich fürchte, dass sie dieses Archiv als nächstes angreifen. Die Äbtissin bot mir an, die Texte in Sicherheit zu bringen. Sie arbeitet sehr sorgfältig an diesem Problem. Du beschämst mich, Herr. Ich möchte nur helfen. Äbtissin Ingiboch, dies ist Eivor, ein hochgeehrter Gast aus dem Süden. Eivor hat angeboten, dabei zu helfen, Jovorvik von der Roten Hand zu befreien. Kann ich etwas tun? Aber selbstverständlich, meine Liebe. Nein. Ich glaube, das steht hier nicht zur Auswahl. Wie wurdest du hier hineingezogen? Warum bewahrst du diese Texte? Was weißt du über die Rote Hand? Das wäre doch mal eine interessante Frage. Die Rote Hand scheint zu wissen, wo sie diese Texte suchen muss. Vielleicht 70, denke ich mal. Kannst du dazu etwas sagen? Ihr wisst mehr, als ihr sagt. So viel ist klar. Die Äbtissin hat einen Verdacht. So sehr es mich schmerzt, das zu sagen. Ich vermute Schlimmes in der Pfarrei. Ich habe konspiratives Geflüster gehört. Hey, hey, und der hey. Bischof. Er hat sich in der Pfarrei herumgetrieben und im Schutz der Nacht die Priester aufgesucht. Dann statte ich diesen Männern einen Besuch ab. Schon wieder diese Geistlichen, ne? Akaludi hat es ja schon in der letzten Folge gesagt. Diese Geistlichen. Die darf man nicht vertrauen. Erkunde die Pfarrei, also müssen wir da jetzt hin. Ich schau nochmal, ob ich hier oben irgendwie rankomme. Einmal kurz hier hochklettern. Und irgendwie müssen wir das Ding da zum Einsturz bringen, ne? Hier vorne, wo es rot leuchtet. Müssen wir mal gucken, wie wir das am besten hinbekommen. Hier ist alles zugebaut. Vielleicht von ganz oben, ne? Nein. Eine Etage tiefer. Auch nicht, ne? Das ist ja interessant.
Es könnte auch hier vorne sein. Und der Duff, die Duff, kommt wieder mit 8 Leuten hier rein. Oh mein Gott. Mein Lieber, wie kann ich denn das? Oh mein Gott. Hoshine TV. Ja, Mahlzeit. Ja, danke. Ich habe auch zu danken. Luna Sunket, auch du. Hallihallo. Herzlich willkommen bei mir im Stream. Und Duffy Duff, ey. Oh Mann. Dave, sollte ich dich ja nennen. Vielen lieben Dank nochmal für ein Raid. Alter Schwede, ey. Womit habe ich das verdient? Danke, danke, danke. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet einen coolen Stream bei dem lieben Dave. Ah, hier vorne geht auch die. Mega geil, danke, danke. Ja, genau. Das ist der Hoshine TV, das ist der Sound von Star Wars. Das hast du richtig erfasst. Und wir haben eine Fähigkeitenverbesserung. Hellheims Jähzorn. Und mit dieser mit diesem Reichtum, was wir uns jetzt gerade angeeignet haben, beenden wir einfach diese Folge Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid in der nächsten wieder mit am Start. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao, euer Profi-Amateur.